So, Sebastian, heute sind wir wieder in unserem Humidor und heute soll es mal um die Zigarrengrößen gehen und wie man das die beste Zigarre für sich selbst rausfindet. Was kannst denn du da für Tipps geben? Ähnlich wie das Zigarrenvideo. Ja. Lass uns erst kurz auf das Thema Ringmaße eingehen und dann sprechen wir über das Thema, was ist denn die richtige Zigarrengröße für mich. Mhm. Bei Ringmaße habe ich ein paar Zigarren vorbereitet, auf die ich mal eingehen möchte oder anhand derer man schön die Unterschiede sieht. Jetzt zum Beispiel ein ganz kleines, schlankes Format, das ist die Romeo Julieta Petit Julieta. Wir sprechen hier von einem 30er Ringmaß, sprich eine sehr schlanke, dünne Zigarre. Dann möchte ich ein Ringmaß vorstellen, das wohl das beliebteste ist überhaupt. Das ist ein 50er Ringmaß. Das hat man klassischerweise bei einer Robusto. In Zentimeter wird das jetzt heißen 1,98 cm. Sehr, sehr beliebtes Format und damit auch das wichtigste Ringmaß überhaupt. 1,98, da hätten Sie die 0,02 auch noch dazu. Das frage ich mich auch, warum man hier nicht einfach von 2 cm spricht, aber es geht halt hier eben sehr, sehr genau. So, dann gibt es natürlich extreme Formate. Ich lasse die jetzt einfach mal hier liegen. Viele kennen vielleicht die Marke Carillo, Carillo Inch ist eine Serie davon. Das ist eine dominikanische Zigarre und die ist bekannt für ihre dicken oder also für ihre dicken großen Durchmesser. Wir haben jetzt hier bei der kleinen Carillo Inch haben wir ein 62er Ringmaß. Das lässt sich dann aber sogar nochmal steigern. Bei der Inch 70 steht der Name auch schon für das Ringmaß, sprich 70er Ringmaß. Das ist dann schon ein ordentliches Gerät. Da habe ich dann auch schon eine Rauchdauer von leicht mal 2 Stunden und mehr. Mhm. Dass es noch dicker geht, beweist eine kleine Manufaktur in der Dominikanischen Republik. Wir sind hier dann bei Domenico. Das Format nennt sich Presidente. Und wenn wir die beiden jetzt vielleicht mal gegeneinander halten, ich hoffe, ich kriege das ohne große Verwacklung hin, dann sieht man, dass die Carillo Inch 70 schon fast wieder schlank wirkt gegenüber der Domenico Presidente, die eben noch ein größeres Ringmaß aufweist und hiermit schon wirklich ein Extrem ist. Ja, dann ist die Frage, was ist die richtige Zigarrengröße für mich? Genau, welche nehme ich denn jetzt von den ganzen? Kann ich denn so eine Presidente, kriege ich die überhaupt in meinen Mund? Ja. Soll es was Kleines, Schlankes sein? Das hängt zum einen natürlich immer vom Anlass ab. Was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich maximale Aufmerksamkeit bei einer Veranstaltung und ich bringe die gewisse Erfahrung mit, dann kann ich mir vielleicht auch so eine große Zigarre anzünden. Mit der Gefahr natürlich auch, dass man vielleicht irgendwann sogar schlecht wird oder ich habe irgendwann keine Lust bei noch 2 Stunden. Ist es dann doch vielen auch schon, ja, kommt man irgendwann an seine Grenzen. Ja, also der Anlass spielt eine Rolle, aber dann eben auch die Erfahrung, vor allem wenn die Zigarre kräftiger ist. Dann kann man sich auch für eine größere Zigarre entscheiden, aber man sollte dann zumindest ein Begleitgetränk haben oder die zum Grillfleisch oder überhaupt zum Essen genießen, dann ist es eigentlich auch weniger ein Problem. Ansonsten, Robusto ist immer ein schönes Mittelmaß, eben mit 50er Ringmaß. Rauchdauer ungefähr 40 bis 50 Minuten, je nachdem wie sie gerollt ist. Und die eignet sich somit auch gut für Einsteiger, aber auch natürlich als Kenner raucht man immer gerne so eine schöne Robusto.